Hallo Leute, da bin ich wieder zurück zu Cube Escape, die Collection. Und wir haben in den letzten Folgen Seasons abgeschlossen, wo der Horror auch schon so ein bisschen begonnen hat. Ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze weiterhin durchzieht und wie der Stil der Spiele auch bleiben wird. Denn ich habe mir mal angeschaut auf Steam, was bei The Past Within kommen wird. Und das sieht aus wie so ein Realfilmspiel in irgendeiner Weise, was ich auch sehr interessant finde. Und drauf gekommen bin ich gerade, weil ich hier bei Case 23 und The Mill, das sieht auch so ein bisschen echt aus, oder? Kann aber auch nur das Vorschaubild sein, das könnte ja auch echt sein in dem Sinne oder ein Gemälde, wie auch immer. Liebe Leute, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Es macht mir echt furchtbar Spaß, das zu spielen. Und ich bin froh, dass ich mir das vorgenommen habe. Ich habe schon vor Ewigkeiten mal reinschauen wollen. Habe damals überlegt, irgendeinen Rusty Lake Teil zu spielen und so weiter. Ich bin echt froh, dass ich gefunden habe, durch Zufall, dass das so eine riesengroße Kollektion ist. Und wir schauen einfach mal rein. Ich habe richtig Spaß dran. Wir schnappen uns den dritten Teil der Rusty Lake Reihe, den zweiten der Cube Escape Reihe, The Lake. Wir haben ja schon Samsara Room und Seasons hinter uns. Den Typen entdecke ich hier gerade jetzt erst. Und wir stellen uns ja auch immer noch die Frage, oder ich stelle sie mir aktuell noch, haben wir jetzt Selbstmord begangen? Oder wurden wir ermordet? Habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht kann uns The Lake da ein bisschen Aufklärung geben. Ich fand eine verlassene Hütte am Rusty Lake. Okay. Eine Schnur und eine Angel. Das können wir bestimmt dann gleich kombinieren. Ein Brett. Wahrscheinlich müssen wir einen Fisch fangen und den dann da drauf zerhacken oder so. Beide zu. Hier ist zwar so eine Ecke, aber da können wir nichts machen. A Corrupted Soul habe ich hier unten gerade als Errungenschaft von Steam bekommen. Den Hocker kennen wir auch. Hier ist ein Zettel. Ist das ein Fenster auf dem See? Weil das so gemalt aussieht. Es könnte auch ein Bild sein, wisst ihr? Okay. Was ist denn das hier? Text anklicken, um die Übersetzung anzuzeigen. The past is never dead. It is not even past. Die Vergangenheit ist nicht tot. Die ist nicht mal vergangen. Den Satz kennen wir schon. Okay, das kann man nicht umblättern. Wir haben diesmal eine recht ähnliche Vorgehensweise wie damals mit dem Wurm und dem Apfel und dem Herzen. Nur diesmal sind es Auge, Diamant, Apfel, Muschel, Schneckending und eine Münze vielleicht? Weiß nicht, was es ist. Mal einen Haken. Das ist zu. Eine Brechstange. Wir gucken vorher nochmal. Ah, okay. Ein Köder. Was ist das? Kann man da die Angel reinmachen? Kann das sein? Wartet mal, muss man so. Und so. Dann den Haken. Und wo ist er denn? Ein Würmchen dran. Kann man es jetzt auswerfen? Okay. Der Shrimp wieder, oder die Garnele. Ist ein Shrimp und eine Garnele das gleiche? Oh mein Gott. Das war schon beim letzten Mal so, dass wir es tun mussten. Jetzt kann ich vielleicht in der Zwischenzeit schon spoilern. Das geheime Level in Samsara Room hatte was mit einem Shrimp zu tun. Mehr verrate ich mal nicht. Okay. Ein lebender Wurm und ein Hufeisen. Müssen wir wieder was angeln? Okay, da haben wir schon reingeguckt gehabt. Wir können ja einfach mal gucken. Anscheinend müssen wir wieder angeln. Okay. Fisch. Wir können ja gleich mal weiter angeln.
Jo. Hä? Kann ich... Der Apfel? Warum auch immer der Apfel in der Schulter war? Den Apfel können wir nicht anhängen. Okay. Nein. Und noch ein Schlüssel. Nehmen wir mal mit. Schlitzen wir erstmal die Sachen auf. Den Apfel. Können wir den aufschlitzen? Nein. Den Fisch aber bestimmt. Jo. Okay. Sind das die Sachen, die ich einsetzen muss? Okay. Ich weiß die anderen Sachen gerade nicht mehr. Wir lassen es mal so. Ja, nee. Also, ja, ist egal. Den Schlüssel haben wir. Ah, das ist wirklich eine Münze. Coin habe ich auch als Errungenschaft bekommen. Jetzt wollen wir mal. Beziehungsweise, ich muss bestimmt auf dem Zettel gucken, wo was hin muss. Münze unten und Apfel drüben. Okay, nehmen wir den mal wieder weg. Gut. Dann Diamant, Auge, Muschel. Okay. Schublade kriegen wir auch nicht mehr auf. Nichts an der Decke. Muss ich das einschlagen? Nein. Warum ist denn da so ein das hier davor, das Schwarze, wisst ihr? Müssen wir weiter angeln? Müssen wir vielleicht nochmal gucken, was wir so finden mit dem? Okay. Mirror. Es ist nicht einfach nur das, was andersrum machen, weil Mirror ist, oder? Gar keine Schere. Können wir denn nochmal angeln? Remember the seasons. Aha, den Diamanten. STV 25641. Okay, vielleicht brauchen wir das noch. Hilft uns gerade beim anderen nicht weiter. Gucken wir mal, ob wir nochmal angeln können. Jetzt hat sie es ausgeangelt mit dem. Können wir den ranhängen? Nee. Crowbar macht auch keinen Sinn. Aber probieren können wir es ja. Und auch nicht. Okay. Das heißt, wir können jetzt mit den Informationen arbeiten, die wir haben. Du kommst da oben. Warte mal, komm erstmal mit. Können wir vielleicht, weil wir haben ja keinen Schlüssel. Das hier aufschneiden damit? Nee. Okay. Dann befindet sich wahrscheinlich in der Schachtel da, der Schlüssel dafür. Ach Quatsch. Hier wollte ich hin. So. Der Schlüssel dafür. Das nehmen wir mal mit hier vor. Hier, Leute. Nee, hier ist nix. Ich muss doch irgendwas aufbrechen mit der Crowbar.
Ich glaube, das ist das, was wir schon kennen. Kann ich auch nichts aufbrechen mit ihr? Im Stuhl auch nicht, am Fenster nicht. Na, Decke wahrscheinlich auch nicht. Okay. Okay. Das haben wir schon, aber die ist nicht weg, die Kassette. Deswegen denke ich, dass hier noch irgendwas ist. Oder dass wir uns diesen Code da merken müssen. Ist das keine Schere? Ich glaube, das ist egal, was es ist. Sandra gibt ja auch keinen Sinn. Das sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Vulkan oder so. Aber Mirror. Ich habe gerade überlegt, wenn man spiegelt. Nach unten, dann sieht das aus wie so eine Schleife. Aber wir haben ja sowas nicht. Doch, das. Okay, wenn man das spiegelt, sind die nach innen? Ah, wartet. Oh, mein Bein hat gerade so gejuckt. Das ist das hier. Gibt's das überall, das hier? Und dann würde ich... Ach ja. Weil das... Seht ihr, was ich meinte, das mit der Schleife? Hier sehe ich gerade noch nicht ganz. Warte mal, bei dem hier bin ich mir ziemlich sicher. Fehlt aber ein Strich hier bei dem. Wäre der Strich nach unten, dann würde Mirror keinen Sinn machen. Hier ist ein Strich zu viel. Und es ist ja auch kein Mirror. Wir lassen mal den, weil es die gleiche Strichanzahl ist. Ich denke... Ist das der Apfel? Na, wenn ich nicht was scrollt. Dass das der Apfel sein könnte? Falsch, ne? Wir sind schon durch. Nehmen wir mal das, was ich ursprünglich dachte. Ah! Wo sind sie? Ah, ich hab schon wieder getan. So, wir gucken richtig hin. Hirschen.
Okay. Es sind... Ich verstehe nicht, was das X soll. Aktuell ist hier überall der Spiegel in der Mitte. Zeichen sehen nicht so aus, als wäre der Spiegel hier. Also nehmen wir einfach mal an, er wäre hier. Dann würde das nämlich hinhauen, außer dass die zweite Hälfte halt komplett fehlt. Gehört dieses X zu einer Figur dazu? Nehmen wir mal hier. Das wäre... ein Dreieck mit einem Strich durch. Aber andersrum. Die Spitze ist hier oben. Nimm mal das. Haut nicht richtig hin. Nehmen wir mal an, hier machen wir das. Dann wären das schon zwei Backen, aber das würde hier nach außen weitergehen. Wisst ihr, was ich meine? Nehmen wir den Apfel trotzdem wieder. Und wenn man hier den Spiegel hätte, wäre das ein Herz. Die Logik gerade nicht dahinter. Darauf stand es ursprünglich. Legen wir den Spiegel hier an. Es muss irgendwas sein, was die Form doch verändert. Kann ja auch nichts irgendwie bewirken, ne? Was auch nicht als Spiegel anlegen. Lass uns mal einen Tipp geben. Ah. 6 × 2 = 7. Das weiß ich doch nie aus dem Kopf. Lass mich mal kurz einen Kalkulator anschmeißen. Sechs mal zwei, drei, sieben sind 1422. Also 1422. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen.
Hätte ich nicht gesehen, dass die Zahlen versteckt sind. Obwohl das so... Jetzt, wenn man es halt wieder weiß, ist es so auffällig, dass die Zahlen da drin sind. Das ist der Hammer. Okay, machen wir auf. Noch ein Diamant. Macht gerade irgendwie keinen Sinn. Brauchen wir ein Auge? Kann ich auch nicht einsetzen. Ich habe den auch gar nicht mehr. Doch, kann ich. Mit so einem grünen und einem. Nee. Ich bin irritiert. Liebe Leute, wir sind aber auch schon bei 22 Minuten. Ich würde vorschlagen, wir... Nee, ich dachte blau hier rein und hier der ist rot, dann da rein oder so. Und ich schlage vor, wir machen eine kleine Aufnahmepause und legen beim nächsten Mal wieder los, wenn wir weiter gucken. Weil wir haben ja offensichtlich noch irgendwas übersehen. Vielleicht können wir... Oder der blaue Diamant kommt auf den blauen Hocker. Das Wasser... Weiß es nicht. Mir das auch noch nicht aufgeregt, was auch immer das Puschelchen da ist. Hm. Wir gucken mal. Wir kriegen das raus in der nächsten Episode von Cube Escape the Lake. Bis dann. Tschüss.